willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 22. Den hier, den kennen wir schon aus der letzten Folge. Das ist der Class Saddle Truck. Mit dem habe ich in der letzten Folge selbst Gärreste ausgebracht. Heute möchte ich das Ganze allerdings vollautomatisch machen lassen. Ob es funktioniert, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, das probieren wir heute einfach mal zusammen auf. Ich schwinge mich also schnell auf den Bock. Na, gucken wir mal, was das heute so alles gibt. Im Landwirtschaftssimulator 19, da war Kursplay noch ein bisschen anders gestrickt. Da funktionierte das alles noch ein bisschen anders als jetzt hier im LS22. Ich habe mir eine Alternative überlegt, ob die wirklich funktioniert. Wie gesagt, das werden wir heute erst sehen. Aber ich würde sagen, das richten wir jetzt einfach mal zusammen ein, sodass ihr auch so ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich hier eigentlich veranstalte. Und ja, das gegebenenfalls auch dann nachbauen könnt, wenn ihr auch mit Kursplay und Autodrive spielt. So, ihr seht, ich habe ja in der letzten Folge schon alle Maschinen hier zum Feld 71 geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Einen machen wir hier noch, genau. Können wir einfach mal hier den Kurs oder den Punkt Feld. Na, Feldrand, Container, Feld 71 setzen. Und dann werden wir den jetzt hier einfach. Können wir eigentlich schon mal voll machen? Ah, ne, können wir noch nicht. Ist ja noch nichts drin. Mein Fehler. Dann würde ich sagen, lassen wir den hier so eine kleine Runde fahren. Und dann machen wir hier Ende. Fahren nochmal schnell 2-3 Meter zurück. Und können dann von hier aus das mit hier verbinden. Oder mit dem Punkt hier ist vielleicht ein bisschen besser. So, dann haben wir jetzt schon mal die wichtigsten Punkte hier eingerichtet für den Xerion. Also den normalen Truck, den wir da vorne sehen. Müssen wir natürlich gleich auch noch einen Punkt einrichten. Aber ich würde sagen, erstmal starten wir damit. Das heißt, wir müssen jetzt den Modus wechseln. Und zwar müssen wir, glaube ich, in diesen Modus hier. Der nennt sich Abholen. Und der soll von Feld 71, vom Feldrandcontainer 71, genau, soll das abholen und dann zum Feld 71 bringen. Und das sind Gärreste. Damit er jetzt auch was zu tun hat, brauchen wir natürlich noch einen Kursplay-Kurs. Den erstellen wir uns direkt. Es ist heute mal so ein bisschen eine Kursplay- und Autodrive-Folge. Also zumindest am Anfang. Aber das muss sein. Und bevor ich das alles offscreen mache, dachte ich mir, nehme ich euch da mal mit. Ist ja vielleicht hin und wieder auch mal ganz interessant. So, machen wir schnell einen Job. Und zwar CP-Feldarbeit. Den lassen wir dann hier irgendwo starten. So, gucken wir mal, dass auch das richtige Feld ausgewählt wird und dann, ja, da müssen wir viele Vorgewände machen, weil ich nicht weiß, wie gut er wenden kann. Wir machen mal 10 Vorgewände, das trauen wir uns mal. A6 Meter, oh, das passt, glaube ich, das machen wir mal. So, in der letzten Folge habe ich die Vorgewände ja zum Schluss gemacht, ist, glaube ich, auch ein bisschen realistischer, aber das interessiert uns jetzt bei Kursplay weniger. Hauptsache, es funktioniert und so ist es auf jeden Fall mehr garantiert. Und wenn jetzt alles richtig eingestellt ist, dann sollte das jetzt eigentlich schon funktionieren. Ich gucke nochmal schnell, ob da vorne auch die Punkte verbunden sind, sodass der abbiegen kann. Aber ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, lassen wir den mal vorfahren und guck mal, dass er die ersten Gärreste mitnimmt. Und was natürlich ganz wichtig ist, der soll dann automatisch in Kursplay reinstarten. Die Zeit, die ihr jetzt braucht, um zum Feldrandcontainer zu fahren, die nutzen wir natürlich, um in den anderen Xerion umzusteigen, in den legendären Trekkertour Xerion. Ihr habt gesehen, das Finale ist jetzt endlich online und auf Instagram gibt es sogar exklusive Engelbert Strauß-Shirts zu gewinnen. Ich bin da sehr stolz drauf, dass ich das so verlosen darf und dass Engelbert Strauß auch mit am Start war. Und ich habe gesehen, viele von euch haben auch schon mitgemacht. Wenn ihr so ein Shirt gewinnen wollt, dann müsst ihr auf Instagram vorbeischauen. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich wurde auch sehr oft gefragt, ob man sich das noch irgendwo kaufen kann. Ich glaube, das ist nicht geplant. Ihr könnt gerne mal Engelbert Strauß fragen, ob die da irgendwelche Pläne haben. Aber ich glaube, das ist nicht geplant. Jedenfalls haben wir darüber nie geredet. So, jetzt wird das hier reingetan und dann wird es schon entnommen. Ich warte jetzt mal kurz, weil ich wissen will. Ich glaube, das reicht nicht für den ganzen... Obwohl? Na, er fährt ja zumindest los. Kann sein, dass es reicht, aber ich denke eher nicht. So, aber macht auch nichts. Denn... fahren wir ein bisschen weiter weg. Und dann würde ich hier gerne noch... ich mache das mal so ein bisschen so. Und dann würde ich nämlich hier gerne noch...
Feldrand Container Feld 71 Zubringer. Ja, müssen wir so nennen. Länger geht es nicht. Dann muss der nämlich hier das immer hinbringen. Ja, ich mach schon Platz. Moment. So, Freunde, das wird heute richtig Action. Wir müssen nämlich nachher auch noch den Deutz losschicken. Und den Fendt müssen wir auch noch losschicken. Also heute ist richtig was zu tun hier. Das ist die XXL-Farm, wie sie leibt und lebt. So, Gärreste sollen abgeholt werden bei der Biogasanlage. Und sollen hingebracht werden zum Feldrandcontainer Zubringer, den wir hier gerade eingerichtet haben. Ich mache das vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne, aber eigentlich sollte das so funktionieren. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, und der ist auch schon unterwegs. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das peppt. Freunde. Oh, wenn das jetzt klappt hier, das ist ja wie Ostern und Weihnachten zugleich. Ja, der fährt. Der fährt. Ach übrigens, ihr habt mir alle in die Kommentare geschrieben, oder was heißt alle, ein paar von euch haben in die Kommentare geschrieben, Ansgar, das ist alles ein tolles Gespann, was du dir da gemietet hast für teuer Geld, aber eines fehlt, nämlich die Fronteinheit, die habe ich jetzt noch dazu gebastelt, brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber es sieht schicker aus, deswegen habe ich euch diesen Wunsch erfüllt, ich dachte mir, die, keine Ahnung, 300 Euro pro Stunde oder sowas, die machen den Kohl jetzt nicht mehr fett, toi toi toi, dass der gut durchkommt und wenn der jetzt, also das Spannende ist, also die Arbeit hier verrichtet er jetzt natürlich gut. Das Spannende ist, ob er dann wieder zurück zum Feldrandcontainer fährt, müsste er eigentlich. Und das noch Spannendere ist, ob er dann den Anschluss schafft. Also ob er dann wieder bei der nächsten Spur weitermachen kann. Bei meinem Test hat es funktioniert. Wir werden sehen, ob es auch in der Folge funktioniert. Ich habe es extra ausprobiert vorher. Gut, aber das ist die Version, wie man es jetzt im LS22 machen kann. Im LS19 war es so, dass man das alleine mit Kursplay hätte machen können. Also, dass man hier den Saddle-Truck allein mit Kursplay hätte losschicken können. Das geht jetzt so im LS22 aktuell nicht. Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht, aber werden wir sehen. So, aber deswegen diese Autodrive-Kursplay-Kombination. Gut, dann sind die beschäftigt. Dann würde ich sagen, füllen wir mal schnell ein bisschen was in die Biogasanlage rein. Das muss ja auch gemacht werden. Und unseren Liebherr 550, den haben wir hier stehen. Da steigen wir schnell ein und dann werden wir uns gleich, dann kommt gleich noch ein bisschen was Spannendes. Leute, ich hab Bock. Ich bin auch irgendwie, man merkt vermutlich, ich bin auch froh, dass die Trägertour jetzt fertig geschnitten ist, dass alles online ist und dass ich jetzt auch einfach wieder viel Zeit habe, um Gameplay-Videos aufzunehmen. Ich muss jetzt auch die Tage mal ein paar private Sachen machen und meinen Schreibtisch hier abarbeiten. Es sind wirklich immense Mengen, die ich aktuell an Gewinnspiel-Sachen verschicke. Wahnsinn. Trekkertour-Gewinnspiel. Dann Pumps and Hoses-Gewinnspiel. Ach, Wahnsinn. Der ganze Kofferraum ist voll. So. Das ist die erste Schaufel, oder die erste Gabel, die wir hier rein transportiert haben. Und ich glaube, wir können das eine Silo auch direkt leer machen. Das passt da vermutlich jetzt alles rein. Ja, komm, das machen wir mal schnell leer. Das passt wohl. Übrigens an der Stelle auch herzlichen Dank für eure lieben Kommentare. Wobei, vorher muss ich noch auf einen anderen Kommentar eingehen. Da hat mir nämlich der Oliver in die Kommentare geschrieben, Ansgar, das mit dem Gärreste, Nachgärer, ne? Nicht mit dem Gärreste-Lager, das wollte ich gerade sagen, sondern das mit dem Nachgärer. Das freut mich, dass du das machst. Das hatte ich dir schon vor längerer Zeit mal in die Kommentare geschrieben. Und da wollte ich an der Stelle nochmal sagen, Oliver, ich habe das vor allen Dingen aufgrund deines Kommentars gemacht. Ich habe mir diesen Kommentar also durchgelesen. Es ist halt nur so gewesen, dass das ein bisschen versetzt kam, weil eben wenig Folgen kamen. Aber habe ich durchaus, ich lese mir eure Kommentare durch und habe davon durchaus Notiz genommen. Und das Zweite, was ich noch ansprechen wollte, waren eure lieben Kommentare zum Thema Grassilagekönig. Ihr wisst, ich bin it nicht mehr. Es ist offiziell besiegelt. Ich bin ja eigentlich nicht mal der Prinz. Also ich bin eigentlich nichts mehr, was mit Grassilage zu tun hat. Ich bin tief traurig, aber ihr habt mich aufgemuntert in den Kommentaren. Ich habe geschrieben, Ansgar, für uns bist du immer noch der Grassilagekönig der Herzen. Hat mich gefreut. Muss ich ehrlich zugeben, hat mich ein bisschen gefreut. So. Dann werfen wir das hier nochmal schnell rein. Und dann ist auch das geschafft.
Na komm, eine Schaufel machen wir noch. Und den Kram hier, ach, das mache ich irgendwann anders. Jetzt müsste hier eigentlich auch gleich der Xerion reinkommen. Ich sehe auch gerade unten, der nimmt Kurs auf die Biogasanlage. Das heißt, er ist fast da. So. Gucken wir, dass wir das hier nochmal schnell aufschaufeln. Bisschen aufgesetzt. In der Realität wird das gar nicht so gehen, wie ich das hier gerade gemacht habe. Wird alles durchdrehen. So, guck mal, dann ist das Silo hier komplett leer. Dann haben wir das auch weg. Das wollte ich eigentlich gar nicht in der Folge machen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir es eigentlich auch in einem Rutsch machen können. Dann haben wir das nämlich hier wieder vorbereitet. Können das bald mit frischer Grassilage beliefern hier. Und können uns da vielleicht so einen kleinen Puffer aufbauen. Denn hier ist jetzt auch so, also die das zweite Silo, was wir ja ganz frisch abgedeckt haben, das gärt zwar jetzt, das ist jetzt irgendwie bei 5% oder so, aber wir werden hier auch wieder so einen kleinen Engpass haben. Das heißt, wenn der Bunker jetzt hier geleert ist, dann kann ich nochmal ein bisschen Zuckerrüben reinfüllen oder so. Aber Silage habe ich dann erstmal nicht für, ja, ich würde sagen, 1,5 Tage oder so. Das ist natürlich nicht optimal. Deswegen ist so ein Puffer vielleicht gar nicht schlecht. Gut, wobei, den lasse ich nicht hier stehen, sondern stell den hier vorne rein. Ordnung, ihr wisst es, ist das halbe Leben. So, gut, dann geht's weiter. Dann gucken wir uns einmal schnell an, wo unser Xerion aktuell ist. Ach, der ist hier schon. Nanu. Und das funktioniert sogar, wenn ich es richtig sehe. Ja, das sieht gut aus. Der lädt hier ab und hier wird's reingeladen. Ja, herrlich. Leute, also das ist ja wirklich klasse. Also der Zubringer funktioniert nach wie vor klasse. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Ihr habt es vielleicht auch in der letzten Folge in dem Zeitraffer gesehen. Als der Feldrand-Container dann voll war, da hat der Xerion, der Zubringer, hat dann hier so eine kleine Drehung gemacht, weil er irgendwie nochmal den Punkt ansteuern wollte. Das gilt es heute zu verhindern. Muss ich ein kleines Auge drauf haben, aber ich denke, das dauert noch ein bisschen, bis der Feldrand-Container dann tatsächlich gefüllt ist. Der scheint hier auch schon in der zweiten Bahn unterwegs zu sein, aber muss jetzt gleich aufgetankt werden. Ja, dann ist ja hervorragend, dass der Feldrand-Container gerade befüllt wurde. Das geht ja hier Hand in Hand. Genauso sollte es sein, genauso habe ich mir das vorgestellt. Herrlich! Dann machen wir weiter. Wir müssen hier noch ein bisschen was anderes machen, denn ich bin zwar nicht mehr der Grassilage-König, aber ich habe trotzdem viel Grassilage gemacht in den letzten Folgen und werde das auch noch ein bisschen weiter tun. Und so sieht der Häcksler jetzt aus. Der ist noch nicht gereinigt worden. Aber bevor wir den hier in die Garage bringen, würde ich sagen, machen wir den nochmal schnell sauber. Das heißt, einmal schnell aussteigen. Und dann ab geht er, der Peter. Ne? Einmal sauber machen den Lachs. Perfekt. Ich war heute auch mit meinem Auto in der Waschanlage. Und gerade als ich rausfuhr aus der Waschanlage, fing es an zu regnen. Da möchte ich an dieser Stelle möchte ich mal dem Petrus höchstpersönlich danken für diesen herrlichen Humor. Dann bin ich durch Pfützen gefahren und jetzt sieht das Auto genauso aus wie vorher. Aber zumindest innen ist es jetzt ein bisschen hübscher. Naja, so ist das, ne? Aber hier ist, glaube ich, im Spiel kein Regen angesagt. So, einmal auf den Schuppen. Na, achso, gut. Und dann wird er hier fachgerecht reingefahren. Ja, das passt. Können wir noch hier Pickup senken, um die Hydraulik zu entlasten. Und dann machen wir den Motor aus und können uns der nächsten Aufgabe widmen. Und ich habe euch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, habe ich euch einen neuen Plan eröffnet, über den ich ganz kurz nachgedacht habe, den ich dann wieder verworfen habe und jetzt denke ich doch wieder drüber nach. Das erzähle ich euch gleich, worum es da geht. Erstmal ist mir noch eine andere Sache aufgefallen. Denn wir haben ja hier unsere Megafläche. Die Fläche 30, 31, 32, 33 und 34. Spannungspause hier eingebaut.
Und auf dieser Fläche haben wir nur Gras. Das bleibt auch erstmal so. Ich denke für, also zwei, drei Mal werden wir dann noch drüber fahren mit dem Meer. Dann haben wir vermutlich erstmal genügend Grassilage gemacht. Aber ich dachte, ich wäre da schon mit der Walze drüber gefahren. Bin ich allerdings gar nicht. Das heißt, wir schicken hier wieder den Deutz los und da muss er da wieder sein Werk verrichten. Es ist mir erst kurz vor der Folge hier aufgefallen, als ich das mal kurz überprüft habe, weil ich habe gesehen, ist ja alles abgeerntet, klar. Aber um die Folgeschritte habe ich mich offensichtlich noch nicht gekümmert. Ah. Perfekt, okay. Deswegen machen wir das hier so ähnlich wie bei dem Saddle Truck. Wir nutzen hier auch eine Kombination aus Autodrive und Courseplay und werden einen Job erstellen. Zielposition, können wir mal hier irgendwie anfangen. So, und Feldposition muss natürlich auch richtig ausgewählt werden. Und dann, ja, Vorgewende machen wir mal wieder 40. Und dann kann er loslegen. Das wird vermutlich so 3-4 Stunden dauern. Also, da ist er erstmal beschäftigt. Deswegen macht das auch der Deutz. Dann komme ich gar nicht in Versuchung damit, oder in Versuchung mit dem Deutz irgendwie andere Aufgaben auszuführen. Aber ich glaube, so passt das. Das sieht gut aus. Ja, machen wir so. Ist gebongt. Gucke ich nochmal schnell. Feld 34 heißt der Punkt. Dann fährst du wieder einmal zum Feld 34 und startest dort dann mit Cosplay. Das Ding muss auch repariert werden, ne? Ach, machen wir später. Machen wir später. Wir haben es ja aktuell nicht so dicke, ne? Wie so oft. Und jetzt fährt er erstmal in die falsche Richtung. Ja, bin ich mal gespannt, wie er da lang fährt. Aber der kleine Umweg ist mir jetzt eigentlich auch egal. So, gut. Jetzt kommt der Xerion hier schon wieder angefahren und der Saddle Truck, der ist immer noch unterwegs. Ja, das heißt, jetzt langsam haben wir da so einen kleinen Überschuss vorne. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Er hat die Position wieder gefunden und macht hier weiter. Leute, es läuft. So muss das System sein. Man kann das natürlich auch ohne Feldrandcontainer machen. Man kann den also auch zum Beispiel direkt mit dem Zubringer hier verknüpfen oder könnte den auch, wobei das glaube ich nicht gemacht wird eigentlich, aber man könnte den im Prinzip auch über die Straßen vollgetankt dann wieder zurückfahren lassen. Also man könnte es so organisieren, dass der Saddle Truck ohne Zubringer und ohne Feldrandcontainer hier eigenständig zur Biogasanlage fährt, dort aufgetankt wird und dann vollbeladen zurück zum Feld fährt. Das ist die simpelste Version, ist die günstigste Version, ist allerdings vermutlich auch die unrealistischste Version. Zumindest bei so einem riesigen Fass hier. Aber kann man auch so machen. Funktioniert genauso bei Autodrive und Courseplay. Jetzt ist es so, dass wir den Fendt hier ja eigentlich gar nicht brauchen. Der steht hier eigentlich nur. Den habe ich in der letzten Folge auch abgehängt. Und ja, also ich habe in den Kommentaren nicht so richtig eine Antwort darauf gefunden, warum der jetzt manchmal angehängt ist und manchmal nicht angehängt ist, der Träger vor dem Feldrandcontainer. Denn ich habe sowohl Videos mit Feldrandcontainer und Trecker als auch ohne Trecker gesehen. Also warum das manchmal so und manchmal anders gehandhabt wird, weiß ich nicht. Aber wir machen das jetzt einfach mal so, dass der Feldrandcontainer alleine dort stehen bleibt. Und dann schnappen wir uns eine Sämaschine. Und dann müssen wir mal drüber reden, was wir da jetzt genau machen. Und vor allen Dingen frage ich mich, jetzt haben wir schon wieder Schleppermangel. Da sind mal ein paar voll. Ach nee, das macht mich richtig. Ja, verärgert. Doch, muss ich schon so sagen. Weil wir könnten noch mehr machen gleichzeitig, aber wir haben einfach wieder zu wenig Schlepper. Und ich will mir nicht schon wieder einen mieten. Zumal der Saddle Truck ja auch gemietet ist. Ah, das ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt mehr Schlepper. Ja, aber ich glaube, also das wird jetzt auch die nächste Investition sein. Ich habe mir auch schon einen rausgesucht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, welcher Schlepper das sein wird, den ich mir da rausgesucht habe. Er hat eine, sagen wir mal, besondere Lackierung, die ich sehr cool finde. Hat auch Simple IC und ist von einer beliebten Marke. Kann also alles sein. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Aber glaube ich fast nicht. Gut. Missionsmäßig ist übrigens auch nichts zu machen. Das sind alles nur Ballen-Missionen. Die machen wir mal nicht. So, das Fenster machen wir hinten zu. Und dann fahren wir schnell hinten dran. Um die Lemken hier
an den Haken zu nehmen. Und dann werden wir damit mal schnell zum Shop fahren, werden das auffüllen. Und dann sage ich euch, welchen Plan ich verworfen habe und jetzt vielleicht doch wieder dafür zu haben wäre. Es ist allerdings... Ja, eigentlich spricht nichts so richtig dafür, diesen Plan umzusetzen. Außer, dass es mal was anderes wäre. Aber ich sag's euch gleich. Guck mal, da können wir hier den Xerion mal in Aktion sehen. Oh, einen kleinen Storno da bei den ganzen Lichtern, ne? Komm! Fahr! Na? Lässt sich Zeit, der Gute. Mit 8 km/h tuckern wir hier lang. Der Chef bezahlt ja, ne? Ja, ja. So ist das. Naja, Zucker haben wir auch wieder. Perfekt. Ich habe auch schon gesehen, die Hühner haben schon wieder ein paar Eier produziert. Die können auch am nächsten Ingame-Tag vertickt werden. Und was haben wir noch für Produkte? Ja, Gewächshaus, das habe ich ja mittlerweile automatisiert. Was haben wir denn noch für Produkte? Sonst haben wir gar nichts, ne? Ach doch, Mehl. Mehl, genau. Da muss ich mal gucken. Ich meinte doch, da war noch irgendwas, aber ich kam gerade nicht drauf, was da war. So, jetzt nehmen wir hier mal irgendwie einen Big Pack. Nehmen wir mal den von dem Landbauer. Weil ich glaube, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis am meisten. Und dann machen wir den Kram hier mal voll. Da wird natürlich noch ein bisschen was übrig bleiben, aber solange wir das Geld haben, gebe ich das mal aus für solche Sachen. So. Dann wird das einmal vollgefüllt. Und dann sage ich euch mal, was wir jetzt hier machen oder in welchem Dilemma ich stecke. Ich habe es in der letzten Folge schon mal kurz skizziert. Wir spielen ja hier mit Jahreszeiten. Das heißt, wir müssen uns hier natürlich auch an den Wachstumskalender halten. Der Wachstumskalender sieht vor, dass man im Juli nichts aussehen kann, außer Pappeln und Gras und Ölrettich. Im August gehen dann immerhin noch Raps und die anderen Sachen, die ich gerade schon aufgelistet habe. Und im September und Oktober gehen dann zusätzlich noch Weizen und Gerste. Der Rest kommt erst im Frühling, das heißt Hafer, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln und so weiter und so fort. Das geht alles erst im Frühling. Jetzt möchte ich meine Felder allerdings auf gar keinen Fall einfach unbestückt lassen bis Frühling. Das heißt, irgendwas muss ich damit machen. Wir brauchen auf jeden Fall Weizen und Gerste, beziehungsweise Weizen oder Gerste für unsere Hühner. Das heißt, mindestens ein Feld müssen wir wieder mit Getreide bestücken. Da würde ich vorschlagen, dass wir da mal die 71 nehmen. Die ist nämlich recht groß und die kriegen wir dann auch gut geerntet. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Dann könnten wir da jetzt noch Ölrettich als Zwischenfrucht drauf machen. Ja, vielleicht können wir das machen. Komm, da machen wir das so. Ich weiß nicht, wie lange der Ölrettich braucht, aber ist eigentlich auch egal. Zur Not, wenn er dann noch nicht fertig ist, können wir den ja einfach untergrubbern. Aber dann machen wir es vielleicht so, dass wir da temporär mal Ölrettich drauf machen, weil danach dann sowieso wieder Weizen drauf kommt. Da war ja Gerste drauf, dann tun wir danach Weizen drauf. Die 55, 53, 54, die möchte ich allerdings vermutlich mit Zuckerrüben bestücken oder mit irgendwas anderem, was eben im Frühling erst angebaut wird. Da werde ich dann eine Wiese draus machen. Da werde ich also Gras ansäen und hier wird auch Gras drauf angesät auf der 69. Ich hatte kurz zwischenzeitlich, erinnert euch an die letzte Folge, die Idee, dass ich mal auf Pappeln umsteige. Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert, wie das im Landwirtschaftssimulator 22 eigentlich funktioniert. Denn ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht im LS22. Ja, und ich sag's mal so, wer Pappeln macht, der braucht viel Zeit. Über ein Jahr brauchen die nämlich, um zu wachsen. Ich glaube, 1,5 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dementsprechend ist auch das Feld dann 1,5 Jahre blockiert. Und das können wir uns beim besten Willen nicht erlauben. Jetzt dachte ich mir, komm, machst du doch, ist mal was anderes. Wäre auch ganz cool, mal mit dem Hexer und dann für ein Heizkraftwerk oder so dann eben Hackschnitzel herzustellen. Das ist ja das Produkt, was man daraus gewinnt. Das wäre ganz cool. Das stimmt wohl. Wo starten wir? Ach, wir müssen ja vorher noch mit dem Gruber fahren. Haha. Stimmt, das wollte ich eigentlich mit dem Deutz machen, aber den habe ich ja jetzt hier auf die Wiese geschickt. Ich glaube, wir müssen das nochmal... Ja komm, wir fahren mal schnell zum Hof. Und dann müssen wir nochmal das Gerät tauschen. Moment, ich muss nochmal kurz anhalten.
Wir haben da unseren Lemken. Oder? Was haben wir hier eigentlich an Oh, na hör mal. Könnte ich jetzt meinen aktuellen Radlader verkaufen? Wie viel ist der wert? Tatsächlich, ich könnte den könnte den für 130 verkaufen und mir einen gebrauchten da stattdessen dann kaufen. Gut, aber Gruber. Ach, da haben wir ja sogar den riesigen. Wann haben wir uns den denn gekauft? Siehste, ganz vergessen. Boah, interessant. Ist, glaube ich, allerdings ein bisschen zu groß für unseren Fendt hier, ne? Vielleicht müssen wir das dann nochmal austauschen, dass wir den Xerion davor spannen. Na, wir checken das gleich mal. Aber was ich sagen wollte, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ich verwerfe den allerdings jetzt, glaube ich, trotzdem. Denn Hackschnitzel bzw. Pappeln wären mal was anderes, wären auch ziemlich cool und ich hätte auch Bock drauf. Aber das Feld ist so lang blockiert dann und wir müssen, wenn wir wirklich einen Kuhstall haben wollen mit entsprechend vielen Kühen, dann müssen wir da eher vorarbeiten und müssen eher noch andere Sachen anpflanzen und für unsere Biogasanlage vorarbeiten und so, als jetzt ein neues Gebiet zu erschließen. Deswegen würde ich vorschlagen, lassen wir das lieber, aber auf die Zwischenfrucht, da können wir uns einigen. Also einmal Zwischenfrucht kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt da auch nur einfache Düngung ausgewählt bei dem Feld 71, wo der Saddletrack gerade drauf ist. Das heißt, das läuft wohl. Das passt. So. Ich check das natürlich nochmal, bevor ich das dann wirklich mache, aber eigentlich müsste das passen. Da wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, Ansgar, Zwischenfrucht hat sehr wohl einen Sinn. Ich weiß, also Zwischenfrucht hat in der Realität natürlich unglaublich viel Sinn und wird deswegen auch, also jetzt letztens wurde, glaube ich, erst auf vielen Feldern so eine Senfmischung irgendwie ausgebracht. Das ist, glaube ich, ja auch eine Zwischenfrucht, ne? Hier im Spiel ist es Ölrettich, das ist alles sinnvoll. In vielerlei Hinsicht. Aber im Spiel bringt es halt nur in Anführungszeichen eine Düngestufe und da muss man sehr gut überlegen, auf welchen Feldern man das machen will. Denn bei Gras gibt es halt zusätzlich noch Ertrag in Form von Grasilage oder Heu oder beidem, den man dann verwenden kann. So, bevor ich das jetzt hier ankoppel, gucke ich mal schnell, wie viel PS der braucht. 450 PS, ja gut, da müssen wir mit unserem Fendt nicht ankommen. Dann tauschen wir den Zubringer. Da machen wir das so. Müssen wir machen. Was sollen wir sonst machen? Ich glaube nicht mal der Xerion hat 450 PS. Aber ist auf jeden Fall näher dran als unser Fendt hier. Hier, mittelgroße Traktoren. Ja, der hat 209 PS und unser Xerion hat... Ach so, doch, der hat 5... Ah, ich wusste nicht, dass wir den großen haben. Siehst du, auch wieder vergessen. Ja, dann ist das ein Fall für den Xerion. Gut, aber das passt. Das machen wir. Dann tauschen wir kurz. Dann entlassen wir den Xerion. Wo ist denn der aktuell? Ach, der ist hier. Passenderweise. Komm, dann entlassen wir mal schnell den Xerion. Ich glaube, der Saddletrack hat da sowieso noch genug im Tank. Wir können mal hier kurz auf dem Feuerwehrgelände können wir mal kurz den Wechsel vollziehen, oder? Obwohl, wir können es ja auch auf dem Hof machen. Vielleicht ein bisschen korrekter. Ach Leute, ich möchte eigentlich gar nicht aufhören zu spielen, aber wir kommen so langsam schon wieder zum Ende der Folge. Aber ich glaube, so richtig spannend ist das, was jetzt passiert, auch eigentlich nicht zum Ansehen. Also hier arbeiten jetzt halt ganz, ganz viele Fahrzeuge parallel. Das ist cool, dass es funktioniert. Und das ist sicherlich auch ganz cool anzusehen, aber das dauert halt jetzt ewig, ne, bis die fertig sind. Deswegen würde ich vorschlagen, ich tausche jetzt noch das Fahrzeug. Und dann gucken wir uns gleich nochmal schnell die Lage beim Saddletrack an. Dann schicken wir gleich noch den Xerion mit dem Gruber los. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir dann in der nächsten Folge wieder anknüpfen. Ich denke, wir werden dann irgendwie, ja, wenn die meisten Arbeiten abgeschlossen sind, da können wir dann vielleicht wieder einsteigen. Oder vielleicht auch erst am nächsten Tag, im nächsten Monat. Müssen wir mal gucken, was da mehr Sinn ergibt. So. Hoppsala. Dann einmal tauschen. Wenn wir Schlagkraft brauchen, dann brauchen wir Schlagkraft. 1000er Zapfwelle und Abfahrt, heißt es dann. Wobei nicht bei einem Gruber, ne? Aber. So.
Perfekt. Das ist dran. Dann gehen wir nochmal schnell unten zum Saddle Truck und gucken, wie da die Lage ist. Ah, der bringt hier immer noch fleißig aus. Und wie viel haben wir da aktuell im Feldrand-Container? Aber es funktioniert wirklich. Also es funktioniert wirklich hervorragend. Das Schwierigste ist, also ich habe auch nochmal den Anfahrtswinkel geändert. Das hatte ich vorher nicht, deswegen ist es einmal vorher schief gegangen, bevor ich hier aufgenommen habe bei meinem Test. Also da muss man ein bisschen auf achten und man muss eben den richtigen Modus auswählen. Aber ihr seht, auch das ist kein Hexenwerk. Gut, das scheint noch relativ gut gefüllt zu sein hier. Ich sehe es jetzt nicht von oben, aber das scheint noch relativ gut gefüllt zu sein. Das heißt, wir haben gar keinen Stress. Können ganz entspannt in unseren Xerion hier einsteigen. Und dann nehmen wir den Grubber mit. Da habe ich mir aber wirklich was geleistet, ne? Leco mio. Wann habe ich mir das denn gekauft? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen her, dass gegrubbert werden musste, ne? So, dann können wir nämlich unsere Gärreste direkt einarbeiten. Das ist doch phänomenal. Dann soll der mal seinen Dienst beginnen auf dem Feld 55 bzw. 53, 54, 55. Und wir schicken den mal von hier aus los. Feldrand-Container, Feld 55. Das könnte klappen. Das könnte besser klappen als hier, weil hier gab es ja so ein bisschen Probleme. Gut, aber erstmal machen wir einen Kurs, erstellen wieder einen Job. Das gewohnte Bild. Müssen hier noch das Feld auswählen. Und oh, dann kann er mal so 3 Vorgewendebahnen machen, ne? Oder 4, das ist teilweise ein bisschen eng da, glaube ich, beim Feld, deswegen machen wir lieber 4. Bevor der dann wenden muss. Na, habe ich vergessen zu generieren. Gut, und dann ist das hier auch finalisiert. Dann geht's auf zum Feldrandcontainer, Feld 55. Der war hier, genau. Und dann bitte direkt in Cosplay reinstarten. Und hier machen wir jetzt das rein, was eben im Xerion drin war. Nämlich abholen und liefern von der Biogasanlage. Gärrestelager BGA, genau, zum Feld 71. Das war hier, glaube ich, schon ausgewählt. Und da sollen Gärreste mitgenommen werden. Perfekt, dann haben wir's. Dann läuft der Laden hier. Herrlich. Gut, so kann das weitergehen. Klasse. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ist also echt viel Action hier aktuell auf der XXL-Farm. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, das weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht so ganz. Also ich denke, entweder wir werden hier die Gärreste-Aktion abschließen, wobei das eigentlich gar nicht so spannend ist, weil der zieht halt jetzt hier seine Bahn und macht das hier alles noch fertig. Oder wir werden uns dann am nächsten Ingame-Tag wieder sehen und haben dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Kapital, können dann vielleicht ein paar Reparaturarbeiten ausführen, können vielleicht auch schon mit der Drille fahren. Ja, und vielleicht können wir auch noch irgendwas anderes machen. Ich bin mal gespannt. Lasst mich da selbst ein bisschen überraschen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ach genau, wenn ihr euch hier diesen Klaas selbst zulegen wollt, wenn ihr selbst damit spielen wollt mit dem Saddle Truck, dann könnt ihr euch das gerne über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Das war nämlich der Pre-Order-DLC. Das heißt, wenn ihr euch den LS22 damals vorbestellt habt, dann habt ihr den Saddle Truck hier in dem ganzen Gespann kostenlos bekommen. Das habe ich in der letzten Folge ganz vergessen zu erwähnen. Haben allerdings einige nachgefragt. Jetzt gibt es das nur noch als DLC. Kostet allerdings, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Euro oder so. Also ist relativ überschaubar. Und ist wirklich ein cooles Gefährt. Also wenn ihr sagt, das Ding, das brauche ich, dann kauft es euch gerne. Link in der Videobeschreibung. Wenn er sagt, brauche ich nicht, dann lasst es eben bleiben. Gut, das wollte ich aber nochmal schnell loswerden. Schaut auch gerne bei der Trecker-Tour beim Finale vorbei und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.